shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar Rockstar hat soeben bekannt gegeben, dass ein neues DLC auf uns zukommt, und zwar noch diesen Dezember. Ich denke, dass das Ganze noch vor Weihnachten kommen wird, deswegen vermute ich einfach mal, dass es um den 13. Dezember kommen wird, mit dem Namen Import-Export-DLC. Und Rockstar hat dazu geschrieben, dass es eine Erweiterung vom Finians and Felony DLC sein wird, das heißt, eine Erweiterung von den ganzen CEO-Organisationsgedönse da. Das heißt, ihr bekommt jetzt eine Firmengarage zu dem Büro noch dazu, also es wird eine Erweiterung sein, wo ihr einfach, ich denke ich jetzt einfach mal, zwischen zweierlei Garagen aussuchen könnt, zwischen günstigen und teuren Garagen. Ich denke, die günstige Garage wird Platz für 20 Autos haben und die teure Garage wird dann auf 3 Ebenen aufgeteilt, wo dann bis zu 60 Fahrzeuge Platz haben werden. Die ganzen Firmengaragen werden auch noch eine anpassbare Innenausstattung haben, wie Rockstar schreibt, und auch eine eigene Tuningwerkstatt. Und wie sich's halt zu so einem Update gehört, kommen natürlich auch neue Fahrzeuge mit ins Spiel. Ihr könnt gerade mal hier dieses Bild sehen von diesem übertriebenen geilen Auto. Aber ob wir das wirklich als unser eigenen nennen können oder ob das einfach nur als Spezialfracht dient, wo wir dann einfach nur kaufen, tunen und wiederverkaufen, das bleibt jetzt erstmal dahingestellt. Rockstar wird uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und die nächsten Tage auf jeden Fall mehr davon berichten. Aber sobald es was Neues gibt, werde ich darüber natürlich sofort ein Video machen und euch natürlich auf dem Laufenden halten. So, Jungs, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Wahrscheinlich morgen. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.